Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Blind Tasting. Ich hatte gerade schon eins. Und jetzt probiere ich hier noch ein Sample, das ich vom lieben Martin geschickt bekommen habe. Ich habe nur einen Tipp gekriegt, es ist eine Fassstärke. Deshalb habe ich dieses nach hinten gesetzt. Jetzt hatte ich eben im Tasting, aber auch schon Fassstärken. Also von daher ist das Ganze jetzt, wäre es glaube ich gehopst wie gesprungen gewesen, aber bei den anderen Sachen hatte ich noch gar keine Infos. Ja, Umschlag, beste Grüße von Martin. Ich habe ihn schon ein bisschen ziehen lassen. Ich habe gelernt über die Jahre, dass es gerade im Video, was heißt im Video, so zu Hause hat man ja dann die Zeit, da lässt man einfach nochmal stehen. Aber wenn ich erst im Video das Sample öffne, sieht das zwar toll aus und ist was fürs Auge, aber ja, oft trinkt man die Malts dann zu früh. Ich habe ihn dann auch schon fotografiert, blende ich euch ein. Eine sehr dunkle Farbe, finde ich. Ich habe jetzt nichts zum Vergleichen. Klar, ich könnte mir irgendeinen dunklen Malt, den ich selber habe, einschenken, um das irgendwie einnorden zu können. Für mich klassische Sherry Farbe. Ob gefärbt oder nicht, sei dahingestellt. Also, ich weiß nicht viel von Martin. Er hat schon wenigstens bei zwei Blind-Tasting-Aktionen bei mir mitgemacht. Das weiß ich schon. Und meistens schicken die Leute mir jetzt nichts von der Stange beziehungsweise irgendwelche Einstiegsmalls. Am Anfang habe ich mich gar nicht immer getraut, jetzt so ja auf sowas Besseres zu tippen. Aber mittlerweile, ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Man schickt ja da ein Sample jemandem und da nimmt man jetzt nichts, was einem persönlich irgendwie überhaupt nicht gefällt oder irgendwie so ein 0815 Standard, obwohl ich das gar nicht schlimm fände. Aber deshalb denke ich mal eher, wenn es eine Fassstärke ist, könnten wir auch beim Single Cast sein oder eben, klar, Cast-Abfüllungen gibt es genug, aber die hier scheint von der Qualität nicht schlecht zu sein. Jetzt ist mein Problem, das hatte ich letztens schon beim Blind Tasting von Peter Käuflin. Ich weiß nicht, wie ich die Videos einstelle, das hängt so ein bisschen von Tagesform bei mir ab und irgendwie, ja, ist das ein Glücksspiel. Da habe ich bei einem Malt, deshalb ich verrate noch nicht so viel, ich sage nicht, was es für einer war, aber ich hatte so eine muffige Note, so eine klassische Bruichladdy, Springbank, etc. pp. Note. Die meine ich hier auch zu haben. Eben bei den zwei Malls, die ich hatte, hatte ich das nicht. Und das habe ich auch extra betont. Jetzt habe ich es auf einmal. Ich spinne doch bestimmt nicht wieder, oder? Beim Peter Käuflin war es dann auch was ganz anderes, was für mich eigentlich nicht als muffig im Kopf abgespeichert ist. Ich weiß nicht, ob ich einen Rauch habe, wenn dann ganz leichten, so sag mal so ein Springbank tut sich ja gerne mal, oder der Rauch vom Springbank versteckt sich gerne mal hinter dieser muffigen Note. Also wenn dann nur leicht, das ist jetzt kein richtig derber Stinker, also das ist kein Port Charlotte, oder? Ich hatte noch keinen rauchigen heute, also ich hatte nur eben zwei Blind Samples und das waren auch keine rauchigen Malts. Ja, was habe ich sonst noch? Jetzt müssen wir uns mal wieder konzentrieren, ein bisschen runterkommen. Der Alkohol macht sich bemerkbar. Mal gucken, was sagen die Schlieren?
Hört sich jetzt doof an, aber ich würde mal so sagen, 54. 54%? 55? In der Nase ist er recht präsent. Ich nehme mal einen kleinen Schluck und dann gucke ich, ob ich Wasser dran tue. Ach, den will ich von Alkohol ja jetzt noch höher tippen. Aber da ist was Schönes. Der braucht ein bisschen, also für mich braucht der ein bisschen Wasser, weil ich diesen Rest gar nicht wahrnehmen kann. Der Alkohol ist sehr prickelnd. Nehme auch kurz einen Schluck. Ich habe noch. Martin hat mir 4 cl zugeschickt. Ich habe es jetzt hier gar nicht hingestellt. Also ich könnte noch nachschütten, keine Sorge. Naja, das waren also meines Erachtens mehr als 54%. Kommt ein Kuhstall mehr durch, ja. Ein Turbo Mori? Aber die fand ich nicht immer ganz so präsent. Jetzt habe ich nur gerade keinen Vergleich. Ich hatte mal einen Long Row mit einem, sag mal schnell, mit einem Legic verglichen. Und da fand ich, war der Legic längst nicht so muffig. Also wie gesagt, wenn dann wirklich nur ein ganz leichter Rauch. Ja, jetzt werden richtig schöne Schlieren hier gebildet. Vielleicht bin ich jetzt bei meinen 54, 53. Muss loslegen hier. Immer noch ein sehr hoher Alkohol. Das ist noch zu viel. Ich komme da kaum hinter. Also es ist ein europäische Eiche ist das. Das ist in meinen Augen ein Sherryfass. Kann auch ein anderes Starkweinfass sein. Alter ist bei dem Alkoholgehalt schwer zu sagen. Ich würde jetzt sagen, zwischen 10 und 15 Jahre. Eigentlich eher Richtung 10 tendierend. Es ist eine ganz leichte bittere Note da, aber das hält sich alles in einem Rahmen. Eine schöne Eiche. Leider raubt mir der Alkohol so die ersten Eindrücke. Wie so eine Zartbitter, wo so ein bisschen Orangenschale noch mit drin ist. Schokolade. Ich habe nichts Politurmäßiges. Es geht hier nicht zu hoch für mich vom Alter. Also definitiv nicht. Irgend so eine Sherry-Geschichte vom Bruichladdich.
sehr, ja, viel Holz, viel Eiche. Also jetzt kommt er mir mit noch mal mehr Wasser ein bisschen gesetzter, fast schon älter vor. Aber dafür war der Alkohol, fand ich, viel zu hoch. Der müsste schon längst an Alkohol verloren haben. Wie gesagt, irgendwie so 18 Jahre. So eine leichte, nussige Note habe ich da drin. Irgendwo bei diesem Muff. Kommt bei mir jetzt auf jeden Fall so durch. Malz habe ich da nicht. Vanille. Nicht so wirklich. Ich habe so leichte Zitrusnoten. Aber wie gesagt, eben hatte ich ja schon Orangenschale. Eine Orange ist ja auch noch eine Zitrusnote. Ja, wo stecken wir den jetzt hin? Ich meine, der hat keinen Rauch, also könnte es kein Springbank sein. Oder ich übersehe den. Ich hatte letztens schon einen Glen Scotia. Die haben keinen Rauch, die haben eine ähnliche muffige Note. Also es könnte auch ein Glen Scotia sein. Es könnte in meinen Augen ein Bruch Lady sein. Ja, irgendwie so was so vor sich hin mufft. Wir lösen. Fand ich den jetzt lecker? Ja, also es ist ein richtiger Whisky auf jeden Fall. Hört sich jetzt doof an. Letztens ist mir das mal aufgefallen, da bin ich da überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Er gibt mir nichts Greifbares, diese muffige Note, ja. Und dann hat er mich irgendwo im Stich gelassen. Ich hatte keine klar definierbaren Fruchtaromen. Was mich jetzt bei meiner Suche nach einer Lösung gestört hat. Ich hatte jetzt aber auch nur einen Dram, muss man jetzt so sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Malt, den ich wieder trinken würde. Und eine Abfüllung, wie gesagt, ich bin immer noch bei irgendeiner Einzelfassabfüllung, vielleicht kleinen Sondersache. Ja, aber nichts aus einer Standard-Ranch, bin ich ziemlich sicher. Alter, wie gesagt, jetzt war ich ein bisschen höher. Ich bleibe bei meinen 10 bis 15 Jahren. Am Anfang tendierte ich mit ohne Wasser auf weniger und am Ende mit Wasser auf etwas mehr. Lassen wir noch, können wir 12 Jahre machen. Tada! Ah, eine The Maltman-Abfüllung Bruch Lady! Ich habe ja geschwankt, um Gottes Willen. Es gibt ja so ein paar Stinker. 14 Jahre. 10 bis 15. Kann ich mich jetzt wieder zurück rausreden? was haben wir denn hier für ein Holz? Sherrybutt. Ja. 54,9. Da lag ich am Anfang gar nicht so schlecht, ne? Dann habe ich ihn etwas verdünnt. Er kommt mir vom Alkohol höher vor. Also ich hätte jetzt hier irgendwie wirklich eine 58, 59 erwartet. Ich hatte vorher Fassstärken. Zwei Stück bei meinem ersten Blind-Tasting. Ist schon ein Weilchen her. Ich hatte nur mein Set aufgebaut. Das hatte ich eben ein bisschen Fernsehen geguckt. Deshalb dachte ich, das jetzt ganz gut einschätzen zu können. Aber ich hätte ihn in der Nase von, ja, wie gesagt, von der Schlierenbildung hatte ich ihn ja, ich weiß jetzt nicht genau, 53-54% getippt. Und nach dem Probieren, dann hat er aber ganz schön,
ganz schön Gas gegeben, der Alkohol. Martin, danke schön. Klasse. Endlich habe ich die Muffigkeit auch mal da erkannt, wo sie sein muss. Das macht mich gerade stolz. Ich hatte letztens immer solche Phantommuffigkeiten, was ich erzählt habe. Ja, super. Ich sage vielen, vielen Dank. Es macht oder erfüllt mich wirklich mit Stolz, wenn ihr mir Samples schickt. Ich erwarte das von niemandem. Und ich habe auch eigentlich gar keine Zeit dafür. Macht natürlich irrsinnig Spaß und man lernt wahnsinnig was dazu. Und dann kriege ich solche tollen Abfüllungen. Die war ja jetzt auch wieder nicht günstig. Keine Ahnung, wo so ein 14-jähriges Single Cask von The Malt Man von Bruichladdy liegt. 80 Euro? Ja, eher 90, was? Wie gesagt, ich habe noch genug zu tun. Deshalb, wer sich noch zügeln kann, bitte schickt mir zurzeit keine weiteren Blind-Samples. Ich habe noch so, so viele. Und dazu meine normalen Sachen, die ich selber mir schon rausgesucht habe, wo ich Flaschenteilungen gemacht habe. Und dazu dann immer noch irgendwelche Sondersachen, die irgendwie reinkommen, weil gerade eine neue Abfüllung erscheint und ich selber heiß auf die bin und die unbedingt im Video zeigen will. Okay, Martin, nochmal vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Ciao.